So, zu. Wie kriegt das hin? Bin stur. So, da kommt der Roboter jetzt runter. Da müssten wir die Abdeckung hier machen. Und der Roboter, der mich eben gerade genervt hat, der da nämlich, kann weg. Sehr gut. Also ich brauche wieder eine große blaue... Oh, Jungs. 78 Türme schießen. Oh, das ist wahrscheinlich nicht immer der gleiche. Ne? Sind immer wieder andere Gras und Weißer. Yeah. Gut. Große Kiste. Nicht ablenken lassen von... Ich hätte gerne währenddessen noch mehr Landfill. Ich hätte gerne ein Water Beacon, damit ich mir einen aussuchen kann, den ich wegmache. Wie den da zum Beispiel. Und jetzt kommt die Kiste. Mitte müsste ungefähr... Ja. Da sein, oder? Ja. So, nächstes Gebäude. Wir kriegen raus am Ende Chunks. Chunks kommen nicht in den Polisher, sondern das Einzige, was noch übrig bleibt. Also nicht Crusher, nicht Grinder, nicht Polisher. Nicht Crusher, nicht Grinder, nicht Polisher. Compressor. Was? War es nicht das erste? Nö. Okay. 1, 2, 3. So, das waren die. So. So. Es standen 3 Bäume und 2 waren im Weg. So, das sieht jetzt komisch aus und geht auch nicht. Da geht es. So, eine Sache weniger. Sehr gut. Rüstung. Forschen. Da werden gleich die Science Packs meckern. Du musst noch einmal darunter. Die Science Packs werden gleich meckern. Weil keine da sind. Hm. Aber das kann ich dann ja schnell fixen mit unserer MK7 Superanlage. Dreh, dreh. Dreh, dreh. Dreh. Genau, es ist grün. Du darfst es nicht setzen. So. Dann haben wir das gleiche Spielchen gleich wieder bei den Auslegeärmchen, dass die versuchen sollen, dasselbe reinzutun. Auch wenn sie nicht sehen, woraus sie nehmen. Na doch, das geht. Okay, das heißt, du nimmst da raus, du nimmst da raus. Schaut okay aus. Da, da. Also, du machst bitte Diamanten. Du machst bitte... Emeralds, du machst bitte Ruby, du machst bitte das da. Oh. Da wurden auch Bauroboter vernichtet. Das ist aber nicht nett. Da müssen wir Skynet gleich mal umstellen. Oder ein zweites Skynet bauen. Wir haben 300 Roboter, die nichts zu tun haben. Also ich stelle es lieber um. Aber, ne? Eins zur Zeit. Also, ich hätte jetzt gerne welche? Chunks. Ich hätte jetzt ganz gerne Chunks. 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 War das nicht auch irgendein NPC? Chunks? Ich glaube schon. Du, da, du, da. So. Und die haben auch wieder alle keine Speedmodule. Oh. Und die brauchen Stein. Das ist neu. Das heißt, du kriegst hier mal 400 Stein. So, fang an zu arbeiten, genau. Alle MK1 Speedmodule. So, eventuell wechseln wir euch später auch durch Pollution Module. Und den mal schauen. Das heißt, wir kriegen jetzt Raw Emeralds. Die wandern ins System, aber werden nicht automatisiert mit dem Polisher. Das ist mir zu gefährlich. So, das heißt, meine Aufgabe hier ist erstmal erfüllt. Ich kann ja mal gucken, was die ganze Zeit da unten los ist. Pritzel, pritzel, pritzel. Wahrscheinlich wurde meine halbe Basis zerlegt und ich habe da oben gehockt und irgendwelche Sachen gemacht. Nö. Sachen sind tot, Sachen werden ersetzt. Oh. War ich das mit einer Schrotflinte oder war das das Spuckding? Wenn das Spuckding war, dann ist das ganz und gar nicht gut. Dann sollte ich dieses Netz aus den Medium Poles da doch mal stehen lassen, nur für den Fall, dass die da weggeholzt werden. Okay, und da unten würde ich eigentlich ganz gerne mal ran.
um die Chitinmauer weiterzubauen. Genau. So, noch mehr Chitin? Ein bisschen, ja. Bau, 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 bau. Genau, die Forschung. Forschung wird jetzt stocken, weil keine lila Science Packs mehr da sind. Das waren nur irgendwie 30 oder 40 am Ende über. Das heißt, wir gehen hier hin. Du hast die alle noch drin, das ist super. Sind das die höchsten, die wir gerade herstellen können? Sicher, ja. Ist das auch die höchste Maschine, die wir gerade herstellen können? Das ist Assembling Machine 5. Das ist Assembling Machine 5, ja. Das heißt, ich kann jetzt bis auf 50, die ich für das Power-Ding selber brauche, alles da reinhauen. Und es kommen sehr viele bei raus. Sind es genug? Ich denke nicht. Ja, müssen wir schauen. Gehen wir hoch zur Forschung, Biber mit. Und wenn es nicht hinkommt, dann werde ich einfach die 50, die ich jetzt habe, auch alles zu Science Packs machen. Oder einen Teil zumindest davon, dass es dann hinhaut. Und dann werden wir töten gehen müssen. In der ganzen Zwischenzeit werden die ganzen Edelsteine weiterverarbeitet. Das heißt, ich kann dann auch relativ schnell die Munition herstellen. Die Dinger da. Also erstmal die da und dann die da. Und dann probieren wir es einfach mal mit dem Losgehen. Erstmal gucke ich aber jetzt hier. Wir haben 40 drin. Ja, und wir haben jeweils hier auch noch einen Schwung, aber trotzdem, das wird nicht hinhauen. Na, das wird sowas von nicht hinhauen. Schade. Strom, bau ein davon. Das nächste Eisending ist leer. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich hab wegziehen wollen, so. Aber ich könnte dich mal super produktiv machen. Das wird jetzt auch wieder sehr viel mehr Strom kosten. Aber so haben wir jetzt ein bisschen länger was von dem Feld. Du bist schon... Nein, das war nicht falsch. Ach, mein Inventar verändert sich gerade so schnell. So. Was sagt Strom? Strom sagt 50 MW Konsum. Aber wir könnten auf 150 hochgehen. Eine Befürchtung, die sich in den Kommentaren geäußert hat, war, dass wir zwar eine gute Anlage haben und dass sie im Notfall auch dreimal so viel Output... Oh. Das ist gerade Notfall. Also im Notfall auch dreimal so viel Output liefern kann, wie sie normalerweise liefert, aber dass es mit dem Wasser dann eventuell nicht hinhaut. Das kann ich so bisher aber nicht unterschreiben. Das schaut hier überall noch okay aus. Doom. Wusch. Du machst jetzt noch viel, viel mehr Strom. Die blauen müsste ich bei Zeiten ersetzen. Mach mal. Oh. Gib mir eine lila Kiste. Tu da die Bäume rein, tu Sand rein, das rein. Doofes Auto. Obwohl, nee, Auto gib her. Lass die Roboter frei, tu das da rein. Die ganzen Edelsteinsachen. So, jetzt räum auf, weil es deine Schuld ist. Da, da, da. Was ich eigentlich machen wollte, war das Orangene abbrechen und erstmal dafür sorgen, dass wir hier alle Blauen durch Lilane ersetzen. Also so. Genau. Du. So kommen wir nicht ran. Damit wir hier gucken können, wie das mit denen hinhaut, ob wir dann die Boiler auch noch hier einen Umschwung bei denen machen müssen von Lila auf Orange. Oder sogar noch mehr. Aber bisher haut das alles relativ gut hin. Den Wassertank, da könnten wir eventuell ersetzen zu einem größeren Wassertank. Normalerweise heißt größere Tank immer nur, wir schieben ein Problem auf. Und das würden wir in der Situation genauso machen. Das heißt, wenn wir mal durchgehend wirklich im Beschuss sind und viel, viel mehr Wasser verbrauchen als sonst, halt in Dampfform, dass wir dann länger den Beschuss standhalten können. Dadurch, dass wir mehr Strom produzieren können, weil mehr Wasser da ist und dann, ne? Das macht einigermaßen Sinn. Und wir haben hier eh sehr viel Platz.
Das heißt, ich denke, ich werde hier noch so drei MK3-Tanks oder MK2-Tanks hinstellen. Na, schauen wir mal. Hier ist ganz viel Krimskrams auf dem Boden. Das können wir auch zwischendurch mal wieder aufnehmen. Weg, 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 weg. Die da werden eh nicht mehr genutzt. Das können wir auch so abreißen. Womit ich nur aufpassen muss, ist, dass ich nicht aus Versehen irgendeine Stromversorgung kappe. Weil teilweise nutzen wir die alten Masten ja noch. Das wäre ein wenig ärgerlich. Ich verbrauche gerade tierisch viel Eisen für die Dinger da. Aber es lohnt sich. Sehr gut. Auch wenn ich ein bisschen neugierig bin, was die Solarzellen so können später. Also die allerhöchsten. Kann ich mal kurz reingucken. Ob der alternativen Energie hier eine Chance gegeben wird oder nicht. 150 Output, 210 Output, 280 Output. Und die Stromgeschichte? 6,4 MW. Also bräuchten wir 20 Solar Panels für eine Steam Engine. Die Solar Panels waren 2x2, ne? Ja, also 10 mal so viel Platz, wenn ich das gerade richtig überschlagen habe. 10 mal so viel Platz für gleiche Leistung. Dafür keine Wasserabhängigkeit, aber Tageszeitabhängigkeit. Also normalerweise. Na, geht so. Das könnte noch ein bisschen besser gebalanced werden. Dass sie dafür eventuell nochmal wesentlich teurer sind. Oder dass es noch mehr Tech-Stufen gibt, dass es länger dauert, da hinzukommen. Aber ich fände es schon schön, wenn die allerhöchste Tech-Stufe nicht einfach ein dampfbetriebener Generator ist, sondern, ne, irgendwas Abgefahreneres. Mit Jetpacks und funkelndem Zeug und so. Und Lasern, die einfach nur hin und her schießen, obwohl sie keinen Sinn machen. Irgendwas halt, was Hightech aussieht. Und da wird wieder gesnipert. Hallo Doom. Ich will meine Roboter bewaffnen, dass sie da einfach hinfliegen und draufschießen. Genau, komm mal her. Bin ganz lecker in meinem orangenen Anzug. Komm, but, 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 but. Genau. Habe ich dem System jetzt die Produktion von 5 oder 6 Lasertürmen erspart? Ist doch okay. So, die sind jetzt schon fertig mit der Arbeit. Raw Diamond. Du arbeitest überhaupt nicht. Warum nimmst du die nicht raus? Hä? Achso, du hast nicht genug Stein. Warum hast du nicht genug Stein? Du bist komisch. So? Nee, da liegt's auch nicht. Da sind Steine. Da ist das Ärmchen. Da ist das Zielobjekt. Achso, weil er sie nicht rausgenommen hat. Also lag's doch da dran. Aber warum hast du sie nicht... Ganz ruhig, Kirikon. Ist alles gut. Ist alles gut. Ersetz mal das da durch das da. Ersetz das da. Also, und du musst dann noch weiter nach da. So, jetzt solltet ihr dasselbe Feld treffen. Und zwar das da. Treibe mich echt in Wahnsinn, Jungs. So. Du gehst bitte dahin. Nein, dahin. Du gehst bitte dahin. Wir treffen auf denselben Spot. Ja. Okay. Abermals alles problematischer, als es sein müsste. Aber na gut, wir haben jetzt... Wir haben 5 Emerald. Wir brauchen 15 für ein Magazin. So lächerlich. Also ist hier vielleicht auch wieder irgendwo ein Fehler und deswegen arbeitet er nicht. Ich fange mal hier bei Grün an. Ist alles leer. Ist kein Grün drin.
Allgemein ist da gar nichts mehr drin. Okay. Oh, das hätten wir vielleicht mal hochstellen können. So. Ändert aber trotzdem nicht wirklich viel an den Tatsachen. Da ist schon mal nichts mehr drin, das ist gut. Die sind alle leer. Das sieht echt so aus, als hätte ich jetzt schon alles verbaut. Ah, okay, hier ist noch ganz viel drin. Aber die arbeiten nur so langsam und man sieht nicht, dass sie arbeiten. Das könnte auch noch irgendwie geändert werden mit so leichten Blinken. Da muss ja einfach nur der rote Pixel da ein paar Schattierungen heller gemacht werden an vier Stellen. Das müsste nicht so schwer sein. Ja, also das durcharbeiten lassen. Speed-Module. Ich gehe mal ganz kurz runter und gucke, was unsere Fabriken so an Speed-Modulen produziert haben bisher. Also von den besseren. Hallo? 50. Ja, okay. Ich hätte da noch... Achso, das sind schon die besten, ne? Vierer? Nein, das sind nicht die besten, das sind die besten, die wir gerade haben. Aber Vierer wollten mir ja erstmal reichen. Die höheren brauche ich nur für irgendwelches sehr ungeduldiges Zeug, wie zum Beispiel Kristalle abbauen oder so. Das heißt, ich laufe jetzt hier oben hin, speichere jetzt ordentlich ab und in der nächsten Folge werde ich die alle mit den Vierer Speedmodulen versetzen, damit das immer schön regelmäßig schnell nachkommt. Weil gerade bei der Munition zählt jede Sekunde. Also bis gleich.